So, willkommen vor der Liga in Uranium. Wir werden nun mit dem trainierten Team antreten. Und ich sehe es jetzt schon kommen, dass wir jetzt schon wieder unterlevelt sind, auch wenn ich Level 65 trainiert habe. Warte, Roxio! Roxio! Glaubst du nicht, dass es... You didn't think I was going to... Achso, du hast gedacht, ich werde es verpassen, dass du in der Liga antrittst? Ich bin hier gekommen so schnell ich konnte. Ja, als ich gehört habe, dass du dich gleich auf den Weg machst hierher. Es wird nicht passieren, dass ich das verpasse. Ich weiß, dass ich nicht immer für dich da war. Ich habe das nun realisiert. Aber ich habe damit jetzt abgeschlossen und verspreche dir, dass ich dir keine Minute mehr nicht mehr stolz auf dich bin. Du bist immerhin mein Kind. Und was sollte es sonst dein Vater tun? Hast du Theo nicht gesehen? Ich dachte, er wäre mit dir irgendwo. Theo und Cameron haben das Ranger Haku verlassen. Ist zwar zu deiner Zeit. Ich dachte auch, dass sie hier wären, aber ich glaube, sie versuchen erstmal, sich wieder von dem Kampf zu erholen mit Curie. Hey, aufgepasst! Du dachtest, du kannst die Liga herausfordern ohne mich? Als ob ich das so einfach für dich mache, Roxia. Wir sind Rivalen und das meint, wo immer du hingehst, ich bin da. Aha. Jetzt will er noch kämpfen, was? Gut. Darf ich jetzt antreten? Ich möchte gerne antreten. Ja, ich weiß. Okay, gut. Ja, ich weiß. Nein, ich bin noch nicht bereit. Ich habe doch noch was vergessen. Und zwar... sind die Äther? Nicht hier. Das ist jetzt doof. Ja, da muss es so. Da muss es so bleiben. Gut, dann heile ich einfach noch mal kurz voll. Okay, ich hoffe einfach, die Items, die ich jetzt dabei habe, reichen. Wir werden sehen. Ich speichere jetzt noch mal. By the way, bin ich gerade daran, ein neues Team zu arbeiten. Und gerade dabei versuchen, das Uranium mal zu patchen, aber es funktioniert irgendwie nicht. So. Runde 1. Angelica. Moment mal, ist das keine Top 4? Was sind das für Leute? Ja, dieses Stadion ist wirklich gefüllt. Ich bin nervös. Das ist tatsächlich eine richtige Liga, wie im Anime. Okay, damit habe ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet. Dann mal los. Ich habe Tanuki vorne, da ich eigentlich... Meine einzige Strategie ist einfach mit der Tanuki so viel zu kämpfen, bis es drauf geht. Und dann, ja. Und dann nehme ich... 70, ich hab's genau gewusst. Ich hab's gewusst, dass die Level 70 sind. Da kann ich noch so gut trainieren auf Level 65. So. Das wäre Pokémon Nummer 1. Alpico. Pokémon Nummer 2. Crit. Stell dir vor, ich hätte nicht trainiert, dann wären wir immer noch so in der 60er-Grenze. Oh Mann, und ich denke, es wird immer noch nicht reichen. So. Wir sinken einfach so langsam, da habe ich immer Angst.
So, mir ist auch egal, wenn jetzt der Tanuki total überlevelt. Ich möchte einfach, dass das schnell hinter mir gebracht ist. Und wenn der Tanuki auch Level 70 erreicht, ist mir egal. Und der Rest nichts macht. Ein Tanuki ist meine Geheimwaffe. So. Aromatis. So. Weiterhin. Einfach Hyper Voice drauf. Einfach nur Hyper Voice drauf. Ich habe es wieder gechoice-scarfed. Deswegen ist es schneller als alles andere. Also ich hoffe, das bleibt dann auch so. Sirentide. Ah, das Ding. Okay, das ist wieder vierfach effektiv. Das ist gut. Das wird nämlich sicher ausgenockt. Bisher gibt meine Technik auf, alles nur mit ihr zu machen. Runde 2. Sir Goldcorn! Den kennen wir doch! Muss ich ja fast sein, ne? Sir Goldcorn. Der wird vermutlich wieder mit seinem Dingens beginnen. Ah, da ist unser... Da ist Bamboo. Oben, rechts. Nein, links. Links. Sir Goldcorn. Mit Tanskara. Genau. Das habe ich predicted. So. Ah, ich werde aufgefüllt. Das ist gut. Das ist sehr gut. Und es ist schneller, trotz Joy Scarf. Das ist nicht so gut. Aber trotzdem ist das vierfach effektiv und sollte reichen. Ich glaube, Tenskull ist irgendwie normal Unlicht oder sowas. Gut. Splendifor. V. Achso, ja, der Vogel. Gut. Auch rausgenockt. Ich weiß, es ist nicht ganz so spannend, alles mit Tanuki zu machen, aber wenn es aufgeht, geht's auf. Wim's mit Gott. Ebenfalls vierfach effektiv. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Was? Hero Lune. Okay. Das haben wir, glaube ich, schon mal gesehen. Mir nämlich bekam vor. Aber jetzt ist es tot. Ampharos. Ja, das Ding wird sowieso langsam wie scheiße sein. So. Und es überlebt. Und trifft auch noch mit Donner. Aber das ist nicht so schlimm. Wir haben ja noch 5 Pokémon. Also. Shere Khan! Gut. Neue Attacken gelernt hat niemand. Also von jemandem gesehen ist alles gleich so wie immer. Sie sind einfach stärker. Bariat, damit kann ich umgehen. So, mal sehen, ob das schon ausreicht. Nö, da bin ich ein bisschen... Überschätze ich ein bisschen Shere Khan. Aber es überlebt. Oh Gott. Okay, jetzt geht's um alles. Du bist am Start. Und du enttäuscht mich. But there is no target. Ryuara! Gerade jetzt. Und weißt du, er trifft mit Wuchtschlag, Trefferquote 50 immer. Geht doch. Meine Fresse. So.
Runde 3. Jetzt habe ich gerade den Namen nicht gesehen. Ich bin in der Folge halt. Gut, weiter geht's mit Tanugi. Ah, Rosalind. Die sagt mir was. Ah, 8. Also bin ich im Viertelfinale. Danach kommt das Halbfinale und dann das Finale. Aber Rosalind ist doch eine Arenaleiterin. Oder nicht? Oder sehe ich das gerade falsch? Doch, sie ist eine Arenaleiterin. Aber sie bleiben wenigstens auf Level 70 und gehen nicht höher. Das ist schon mal angenehm. So, Crit, sehr gut. So. Was für ein Ding? Gargimpf. Ach, das Gesteinsvieh. So. Venotiger. Oder Venotinga. Von mir aus. Das Ding ist so hässlich, so bunt, so übertrieben. So. Miasmatic. So. Geht einfach alle kaputt. Durch mein übermächtiges Tanuki. Duplicate. Jetzt sind auch seine Normal-Type-Moves stärker und uranisiert. Drasma. Oder Drasama. Aber das Ding wird jetzt auch sterben. Jupp. Sehr gut. Da war Golkon schwieriger. Aber eben, mit Nukleon ist alles möglich. Runde 4. Vairin. Wer ist denn das? Nee, der Drachenarena-Leiter. Och nö, come on. So, ich klicke jetzt einfach durch, weil, ja, ich zu viel lesen und zu wenig Zeit. Vairin. Dunseraf. Tanuki. Drachen sind nicht so geil zu bekämpfen, finde ich persönlich. Also ich hoffe, ich komme da gut durch. Alpico. Ach so, der hat ja Drache und Eis-Pokémon, soviel ich noch weiß. Irgendwie sowas war das doch. Und zum Schluss dann noch Ampharos. Ein Mega-Ampharos. Anderind. Hypervoice. Nukleon ist einfach nur Imba as fuck. Frostfra. Ja, wieder diese Megamotte auf Doom. Die jetzt auch drauf geht. Ich freue mich auf den privaten Durchspiel von Uranium. Fafninter. Gesundheit. Vermutlich ist der letzte Theo. Muss ja schon fast so sein. Ich bin froh, komme ich so gut durch. Ampharos, ja, das war klar. Ich meine, Mega-Entwicklung? Lame. So. So.
Und los geht's. Jetzt ist hier überall Lava, oder was? Wie haben sie das denn gemacht? Und da ist Theo. Wir haben jetzt auf einmal das Feld so schnell gewechselt. Der Junge scheint irgendwie immer älter zu werden, was? So. Das ist ja die ganze Geschichte, was wir alles so durchgemacht haben, bla bla bla. Ja. Ist ja gut, hör auf zu labern, Junge. Was ist der Rain, ne? Es ist der Rain. Gyarra! It's a legendary Pokémon! Actan? Was? Doesn't it look like a nuclear Pokémon? Gyarra! Warning, Rod levels rising warning. You gotta use your hazard suit and take these. Nuclear Balls, danke! Ich darf es mal kurz speichern, das finde ich gut. Fangen wir uns ein legendäres. Actan, okay. Gut. Tja, das tut mir ja... Wow, doch, ziemlich viel Schaden. So, komm schon. Inferno. Nicht ganz so fair. Bunter! Warum Bunter? Weil Bunter Gift attacken kann und Gift ist normal effektiv. Das Ding ist ein Stahl-Pokémon. Toll. Not so very effective, haha. So, gleich haben wir es auf niedrige KP gebracht und dann können wir es auch fangen. So. Wow. Shaggy! Komm schon! 1, 2... Mist! Dachte, das wäre jetzt so richtig genial, wenn ich es jetzt gerade gefangen bekommen hätte. Ich brenne! Pokéball. Nuclear Ball. Na komm schon! Ja. Oh, Mist.
Riora. Glaskanone schlechthin. Eins. Komm schon. The Queen! So. Wenn es jetzt nicht klappt, dann muss ich wirklich nahe fliehen oder es töten. Mist. Komm schon. Oh, Mist. Crit auch noch. The Queen wies wieder der Crit-Mag. Was hast du gemacht? Do you awake? What's this? Raw. I see. A Krenze is it was awakened by another legendary Pokemon which suddenly appears in the lair. And she from the realm it is. Pokemon is too powerful. Warum habe ich es denn probiert zu fangen? To replace, ja, dann nehme ich die Queen. Curie, es geht ab. Was da passiert? Nächsten Part.